Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Mit mir heute dabei sind Len 4. Hallo. Martino LP. Hi. Und Borkhol. Hoi Bo. Gut, dann würde ich sagen, sind alle bereit? Legen wir gleich los? Ja. Schauen wir uns an, wie es die Runde wird. Meine erste Runde als Killer. Also wir sind gut ausgestattet hier mit Werkzeugkasten und Heilkasten, finde ich gut. Das kann nicht, kann nur schlimm werden für mich. So. Also der Heilkasten ist für mich. Der keinen Kasten hat? Ja. Der nichts auf dem Kasten hat? Gibt's irgendwas für mich zu beachten als Killer? Was ja, anderes an, wenn du spielst. Survivor? Also am besten stellst du dich in eine Ecke. Ah, ja, das mache ich. Und guck dir auch in die Ecke. Schön immer in die Ecke auf den Boden gucken. Das wäre toll. Nee, gegen die Wand gucken. Ich erwische euch schon noch, Also der Vorteil bei dir ist, du siehst, wo alle Generatoren sind und wenn einer Geräusche macht, also wenn ein Generator explodiert, das hattest du bestimmt vorhin schon selber geschafft, dann siehst du auch so eine Explosion quasi als Killer. Okay. Und das gleiche auch, wenn die in Betrieb genommen wurden oder wenn in deiner Nähe einer rennt oder so über Hindernisse springt und so weiter und so fort. Ja, achte auf jedes kleine Geräusch, auch Krähen, die in die Luft fliegen und sowas. Okay, ich probiere es. Ah, ich sehe schon. Okay, jetzt kapiere ich das. Okay, ja, ja, sehe schon. Das ist so, wie wenn man die Karte als Survivor hat. Da sieht man es auch kurz so ähnlich. Oh mein Gott, ich habe einen Generator gefunden. Nee, habe ich nicht. Schade, einen Traktor. Ich habe nur den Killer gefunden. Er ist der Hinterwäldler. Kettensäge. Okay. Er schreckt mich. Der ist gar nicht so einfach für einen Anfänger. Das ist überhaupt nicht einfach. Ich renne hier irgendwo durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung. Ist nicht schlimm. So, wo wollte ich denn hin? Achso, ja. Gott. Alles klar, kapier schon langsam ein bisschen mehr. Denk einfach dran, ich bin im Kornfeld. Ah, irgendwie glaube ich dir überhaupt kein Wort. Der hat bei mir nicht gelogen. Ich hab's glaube ich öfter gesagt. Aber irgendwann stimmt's denn in 10 von 100 Fällen. Vielleicht, vielleicht. Gar nicht so einfach. Boah, ich hasse diese Quicktime-Events voll. Oh. Ja, ich auch. Ups. Ich hab's zweimal geschafft. Ja. Ah, warte mal. Alter! Wie kann ich die Platte? Wie kann ich die Platte? Nein! Die Platte. Alter. So. Und was mach ich jetzt? Mach dir? Weiter, mach weiter. Kannst du aufheben und kannst deinen Haken aufhängen. Ich weg? Ja, würde ich ja. Und du WG. Ah, na schau, geht doch. So, hab ich dich jetzt? Okay, jetzt hab ich dich. Dann rufe ich dich jetzt einen Haken her. Ah, da. Ah, schau, da ist ein Haken. So. Achso, jetzt muss ich dich da aufhängen, alles klar. Sei da schon wieder verreckt, das kann doch nicht. Wer ist denn das hier? So, da. Der Mazzino. Wer auch immer es war. Mazzino, links unten siehst du den Namen. Wollen wir das schon mal vereinbaren, dass keiner am Haken campt? Also natürlich, wenn du jetzt jemanden in der Nähe siehst, dann greifst du natürlich an, aber dass man jetzt nicht die ganze Zeit unter dem Haken steht und campe wartet. Nicht. Ich campe nicht. Okay. Es ist deprimierend. Ah, wieso stirbst du denn so schnell? Ja, das frage ich mich auch. Was? Wie, du bist gerade gestorben? Ja. Du musst doch dich befreien. Du musst. Was muss man drücken? Space? Ach so, na, warte mal, du hast was. Nein! Oh, wo kam der denn jetzt her? Du warst aber schön dahinter, da direkt vor mir. Ah, ich habe gar nichts gehört. Ich habe den Puls, bis du hinter mir standst, nicht mitgekriegt. Krass. Oh. Das tut mir ein bisschen leid für dich. Mazzino, du hast versucht, dich zu befreien, ne? Nein, das ist kein Haken. Du darfst nicht versuchen, dich zu befreien. Weil sonst, wirklich nicht? Ah, fast! Ich habe mich fast freigewickelt. Ja, du warst lästig. Ich hab's fast geschafft. Erzähl ich gleich, Sekunde. Dann ist halt nur eine geringe Chance, dass du überlebst, wenn du versuchst, dich so zu befreien. Du wartest, bis die Haken alle runterkommen und dann musst du noch mit Space halt gegenkämpfen, bis wir... Ja, bis wir dich retten. Genau, also kriegst quasi immer, wenn das fehlschlägt, du hast glaube ich eine 5%. Oh, ich hör den doch schon wieder. Geh weg, geh weg! Wenn nicht, kommen wir zu mir. Du weißt doch, wo ich langgelaufen bin, oder? Ja, damit ich ihn noch zu dir führe. Ja, das krieg ich. Geh weg, geh weg, geh weg! Nein! Nein! Geh weg! Oh mein Gott, du bist gerade immer hey, du bist ja aber schön in die Arme gelaufen. Oh Mann. Ernsthaft jetzt? Ja, ich bin ihm genau in die Arme reingelaufen, tatsächlich. Ich musste eigentlich gar nichts tun. Wie sie noch strampelt. Sie möchte unbedingt zu mir. Ja, geh mal nicht zum Haken. Bleib mal einfach hier ich so stehen. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Haken ist. Ja, es kommt...
Nee, da ist keiner. Dreh mal um. Doch, da im Haus ist einer. Ich hab's. Was machst denn du hier? Weg. Kommst du bitte wieder zurück? Was ist denn mit dir? Nee, geh weg. Lass mich in Ruhe. Lauf nach rechts. Lenn hier, nach rechts. Ah, Scheiße. Ich bin eh nicht bei dir gewesen. Oh, man kommt aber auch nicht weg von dem Killer. Der ist viel zu schnell. Das geht gar nicht. Komm wieder her. Da kommt nee, da lass mir in Ruhe. Der Haken will dich unbedingt haben. Oh, nee. Hey, wer ist denn da? komm zu mir, komm zu Papa. Ja, lass mich einfach auf dem Boden liegen und kümmere dich um Borkul. Und dann kann ich dich... Kann ich mich um nee, nee, geh mal ruhig zu Borkul, der will. Oh, der ist... Mein Gott, dass du immer so lästig bist jetzt. Wo bist denn du jetzt schon wieder hingelaufen? Nirgendwo. Alles gut. Komm her, jetzt hänge ich dich aber diesmal wirklich auf. Jetzt komm her. Nee. So, wo ist der nächste? Lass mich in Ruhe. Ich habe mich jetzt zweimal freigewickelt, also das verlangt doch jetzt nach einem Weglaufen. Weil ich keine Ahnung habe, wo dieser blöde Haken ist. Die siehst du eigentlich auch gehighlightet. Ja, ich bin ja zu blöd dafür, dir zu erkennen, was der Unterschied ist. Nee, komm, ich bin fast raus. Jetzt nicht zu einem Haken. Komm, geh weg. Oh, mein Gott, jetzt. Was bist denn du? Wie lästig bist denn du? Jetzt hab ich dich auch noch verloren, oder was? Wo sehe ich ein Blut am Boden? Das müsste ich ja sehen, oder? Nach rechts. Geh nach rechts. Jetzt links. Komm mit. Komm mit. Mein Gott. Wenn 4. Nee, geh weg. Komm mal. Lass in Ruhe. Was macht denn ihr da? Wir machen gerade Fesselspielchen, ja. Ja, wirklich. Einmal mit Profis. Ich bin schon richtig gelaufen, Profi. Glaub mir. Ja, aber ich wusste doch, wo er langläuft. Ja, ich auch. Und ich laufe ihm instant in die Arme. Ja, das kannst du heute nochmal machen. Das habe ich live gesehen. Zweimal. Das war ja lustig. Ich fühlte mich einfach so angezogen, das ging nicht anders. Wo die Liebe hinfällt. Ein Kettensägenmörder, ja? Gut so. Ja, also immer die bösen Jungs, ne? Ja, ich glaube, du hast gerade den Titel für deine Folge gefunden, oder? Wo die Liebe Labere? Hinfällt. Ah, ja. Ja, finde ich gut. Oh, weil ich mich ja zweimal freigewickelt und hingefallen bin. Aber, ihr habt schon einen Generator, oder? Ja, ein. War das schon... Ich hab keine Ahnung, wie viel es waren. Gut, ich meine, Borkul schafft ja auch alle alleine, von daher. Ich verlange dafür demnächst Geld. Wie viel pro Generator? Ja. Bin ich dagegen? Versteckt ihr euch? Wo versteckt ihr euch? Also ich bin am Generator. Ich auch. Ihr seid beide am Generator, ne? Dann schauen wir mal. Ich sitze nicht in irgendeinem Schrank rum und warte. Na, dann schauen wir mal, ob ihr bei den Generatoren seid. Yep. Hi, ne? Oh, nein. Hast du das weg? Naja, klar. Okay. Ach, fuck! Nein! Wie hast du es geschafft, mir weh zu tun? Hab ich nicht. Oh, mein Kasten ist weg. Ist der noch hinter dir her? Ja, ja. Ja, okay, dann kann ich hier weiter. Ah, jetzt hat er Kettensäge gezündet. Jetzt kann ich entkommen. Oh, das gibt's doch nicht. Sollte auch mal. Ich sehe, du machst das genauso gekonnt wie ich, hä? Ja, jetzt habe ich es echt zweimal total verkackt. Und ich habe ihn wirklich verloren, das ist bitter. Aber ich kapiere auch das mit dem Blut noch wirklich nicht. Ja, schwierig, finde ich auch. Das zu erkennen. Also ich das ist ja kein Blut, das sind die Spuren einfach nur. Dass auch wenn er nicht blutet, siehst du ein paar. Ah, okay. Wenn ich renne. Die will ich nicht erkennen. Ich glaube, wenn man Blut... Ach, das gibt's doch nicht. Ich darf nicht reden, während ich das mache. Das ist echt... Geil. Ah, da habe ich jetzt was gesehen. Jetzt weiß ich, wo du bist. Na dann. Hä? Ja, nee, ich bin da nicht. Da ist Borkul. Das bin ich nicht. Oh, ich höre die Kettensäge. Ist das fies. Nein. Oh mein Gott, ich höre es doch. Wo bist du? Komm her zu mir. Nee, ich bin schon ganz weit weg. Ich bin schon am anderen... Komm, ich will kuscheln. Ich bin gar nicht hier. Kuschelt ihr beide mal. Ja, genau. Mach du mal die Generatoren. Der ist eh hinter mir her. Von daher... Ich hab Angst. Okay, also in den Kästen bist du nicht gewesen. Gut zu wissen. Das solltest du auch hören. Oh mein Gott. Ja, einer weniger.
wäre auch lustig, man kann ja sogar die Spieleransicht wechseln. Ja. Ja. Aber zum Killer kann man nicht, ne? Glaube ich. Nee, das habe ich auch schon probiert. Das geht leider nicht. Boah, ich habe gerade so Angst, ich traue mich hier gar nicht mehr weg. Wenn ich renne, hört er mich leichter, ne? Er sieht, glaube ich, die Spuren und wenn du so über so Hindernisse rüber robbst, dann kriegst du dieses Explosionsgedöns. Hm. Also zumindest, wenn er in der Nähe ist. Okay. Das habe ich nämlich aus Versehen vorhin, glaube ich, bei dir gemacht, wo du mich das erste Mal gefunden hast. Bin ich durch irgendein Fenster gehüpft. Hm, ja. So, wie sieht's aus? Hast du gleich einen fertig? Ich suche gerade wieder einen. Ich musste ja von meinem weg und dann habe ich jetzt die ganze Zeit Pulsschlag gehabt. Jetzt ist er endlich weg. Na, okay, dann... Jetzt mache ich wieder einen, ja. Okay. Ist jetzt nervig. Wieso? So. Ach so, das kann ich kaputt hauen. Jo. Was dauert aber so eine Zeit lang. Hab ich gemerkt. Aber ist schon okay. Ja. Fürs nächste Mal halt kann ich das nicht mehr benutzen. Genau. Das ist der Sinn des Ganzen. Ich hab Angst. Das Problem ist halt auch, dass ich schon verwundet bin. Deswegen darf ich dir nicht in die Pfoten laufen. Ich hab auch nichts zum Heilen. Tut mir leid. Ich glaube, so kannst du normal heilen. Ja, also das geht schon, aber dauert länger. Ach so, okay. Wo setzen wir? Im Kornfeld. Im Kornfeld, ne? Schau ich mal im Kornfeld nach. Ups. aber den Kornfeld. Wieder. Nee, ich hab gelogen. Das war ein Haus, ne? Kein Kornfeld. Ja, sag ich doch, ich hab gelogen. So was. Ja, schaut euch auch wieder. So. Nein. Marzino, ich guck mal, was ich getan habe. Warte, ich skipp mal kurz um. Ich versuche immer da hier zu gucken, wo der Gegner ist. Oh, hast du einen Generator oder was? Ne, ich habe ihn halt abgelenkt, indem ich den anderen hochgejagt habe. Ich habe auch gerade einen gesaut. Ach so. So was. Ein noch. Ich zähl auf dich. Ich habe jetzt keinen Bock, noch einen zu machen. Sei mal kurz leise. Ah, fuck. Ja, der hat na, scheiße. Ernsthaft? Naja, ich bin da gerade. Ja, da hab ich gerade meinen Generator hochgejagt. Scheiße. Ja. Nein? Hast du eigentlich... Ach so. Ich bin einfach mal so dorthin gelaufen. Deswegen... Wenn du einen Generator hochjagen lässt und... So, bin ich jetzt beim Generator oder beim Haken? Na, ich bin beim Haken. So, und wie hänge ich dich jetzt auf? Mit Space. Ah, es kommt noch nicht. Zeigt sich nicht immer. Der ging durch den Hals. Nö. Ist das, der läuft ja eh schon, da müssen wir um den anderen kümmern. Oh Gott. Ja, der läuft auch schon sehr. Ja, und dann einfach locker hängen lassen und warten, bis Hilfe kommt. Genau. Das Fliehen machst du in der Regel nur, wenn es halt aussichtlos aussieht. Oder wenn du halt die entsprechenden Perks oder so hast. Spinnenvieh und hat mir den Rest gegeben. Genau, und da musst du halt die ganze Zeit Space immer wieder drücken. Dann hältst du noch ein bisschen länger aus, sagen wir es mal so. Genau. Nur das Schlimme war, da vorhin war sogar noch eine Kiste, die hätte ich eigentlich noch plündern können. Das war ein bisschen deprimierend. Ja, auch ein paar Mal dran vorbeigelaufen, aber ich hatte ständig den Puls von Ach im Kopf. Ja. Du bist sogar einmal mehr vorbeigelaufen, lustigerweise, vorhin. Ich bin jetzt im Prinzip auch an den Generator gelaufen, den du hochgejagt hast, ne? Ja, bist du auch. Ja, das mit dem Vorbeilaufen, das habe ich auch noch schön im Bild gehabt. Du siehst es halt nicht, das ist nicht so einfach. Oh, ich höre die Kettensäge weit weg. Ja, ich muss ja immer kontrollieren, wo ihr, dass ihr eh nicht irgendwo seid und irgendwas... Blödes macht's, wie Generatoren machen. Nee, warum sollten wir es tun? Na eben. Ich will da nur sicher gehen, ich traue euch nicht. Wieso sollten wir das auch tun?
Ihr habt mich da schon ein paar Mal belogen. Oder einmal. Zumindest einmal. Vor einmal weiß ich. Nie. Ehrlichkeit in Person. Das vergesse ich nicht. Ich vergesse nicht. Aber ich verlaufe mich ja schon als Mörder. Genauso wie als Überlebender immer die ganze Zeit. Das ist normal. Obwohl ich das alles sehe hier. Boah, ich hoffe, Borkel, du machst irgendwas. Also ich kann einfach nichts machen. Ich bin die ganze Zeit wie gebannt hier. Wie? Du kannst nichts machen? Nein, ich habe die ganze Zeit Puls. Ich kann nichts machen. Ich kann hier nicht weg. Wisst ihr was? Ich glaube, ich suche jetzt einmal die Falltür und warte, dass du stirbst. Was? Das wird ihr langweilig. Du hängst da wirklich mit der Ecke fest. Das geht so nicht. Ach, scheiße. Los, Ausgang jetzt. Go, go, go. Was? Ernsthaft? Ausgang. Ja. Gott. Ich muss nicht wieder alle Dinger machen. Mann. Das ist ganz schön anstrengend. Entschuldigung, ich konnte echt nichts machen. Ich hatte die ganze Zeit Puls. Also der ist die ganze Zeit vor mir hin und her gelaufen gerade. Ja, alles gut, alles gut. Er ist echt die ganze Zeit so, hat sich hinter so einer Tonne und der die ganze Zeit da lang. Ich werde auch mal versuchen, länger als eine Minute jetzt in der nächsten Runde am Leben zu bleiben. Willst du vielleicht mal Killer sein? Ja, lass mich noch einmal versuchen, das zu raffen. Wenn ich das verstanden habe, wie man überlebt, dann mach ich auch nochmal. Oh nein. Aber nein. Ich die nächste Runde, ne? Ich sterbe jetzt. Wie, du stirbst jetzt? Ich sterbe jetzt. Er ist hinter mir. Nicht ernsthaft. Hast du die Ausgänge gesehen? Kann ich nicht. Er ist genau davor. Er hat genau vor dem Ausgang gehabt. Hast du den anderen Ausgang gesehen? Ja, scheiße. Er hat mich verletzt. Boah, fuck. Ja, ich sehe den Ausgang, aber ich kann halt nicht hin. Ja, der eine ist offen. Ja, kann ich nicht hin. Komm, links. Links, umdrehen. Gott, das sind dann genau. Darf ich nicht so blöd diese Kettensägen ziehen? Los, raus. Ja, scheiße. Das war ja mal eine knappe Nummer. Oh Gott. Ich bin genau hinter euch noch gewesen. Aber ich bin echt für diese Kettensäge, ich bin zu blöd. Ich renne da irgendwo rein und dann stehe ich halt. Ist auch nicht so einfach. Und ich verletze mich selber, wenn ich manchmal jemanden angreife. Also ich habe Lenfe jetzt angegriffen und mich selbst verletzt. Na, das ist immer diese kleine Pause, die man danach hat, wie bei der anderen, die beim Teleportieren, dann macht die kurz. Ah, okay, das ist ganz normal. Ja, genau. Ja, sonst wär man jetzt Killer viel zu imbar, weil wir sind ja auch langsamer, der Killer ist ja schneller. Dann wäre ja sofort tot. Ja, aber es ist wirklich schwierig, Killer zu sein. Aber schöne Runde. Wieso kann ich eine Gruppe verlassen? Kann ich nicht zurück in die Lobby? Ich kann zurück in die Lobby. Ich kann nur Gruppe verlassen gerade. Ja, das kann deswegen nur ich. Ich stand auch bewegt, kann die ganze Gruppe. Oh, ich hatte 12.000 Punkte. 8.000. Oh. 300, also, Mensch hier. Warum habe ich denn hier meinen Werkzeug? Folge mal zu Ende, oder? Mhm. Das heißt, allen, die zugeschaut haben, hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!